Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, ein herzliches Grüß Gott aus München. Mein Name ist Alexander Fink und ich möchte euch heute auf diesem Wege meine Instrumente und Anmischplatten gerne vorstellen. Für mich ist es wichtig, dass man Dinge sieht, was man damit machen kann und nicht nur eine Abbildung. Deshalb habe ich kleine Videoclips gedreht, um euch genau zu zeigen, was für Vorteile die Instrumente und Anmischplatten für euch bringen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Betrachten der kurzen Clips. Erhältlich sind diese Instrumente und Anmischplatten exklusiv bei Pregel Dental. Viel Spaß! Als erstes möchte ich euch heute meine Anmischplatte vorstellen. Dies haben wir vor uns. Sie ist sehr, sehr schmal. Wenn wir sie öffnen, sehen wir, das ist unsere Platte, die da drin ist. So. Sie ist hochglanzpoliertes Plexiglas. Das hat riesen Vorteile, insofern, weil es unzerstörbar ist. Es ist nicht zerbrechlich, auch wenn es mal runterfällt. Und ich kann es formen, wie ich möchte. Ich habe hier vorne in dem Bereich eine Einfüllecke. Und dieser Docht, der praktisch zum Feuchthaltesystem notwendig ist, das liegt ganz oben, dass wir genug Fläche haben, hier die Massen anzumischen. Das ist die normale Anmischplatte. Ich habe noch eine Modifikation, das wäre die hier. Das ist für Kolleginnen und Kollegen, die auch so einen Pinselabstreifer integriert wollen, wenn sie praktisch hier die Masse aufnehmen oder den Pinsel auswaschen, dass sie ihren Pinsel hier abstreifen oder anspitzen können. Der Vorteil an diesen Platten, möchte ich euch kurz zeigen, ist folgendes. Ich habe hier unten Nuten eingefräst, hier an den Ecken, und da kann man dann diesen Feuchthaltedocht nimmt man relativ einfach, zieht ihn rein, dann klemmt er fest. Ich kann es komplett über die ganze Fläche ziehen, klemme es wieder fest und dann kann ich das wunderbar einlegen in den Tray und habe immer meinen Docht schön gespannt. Das ist für mich ein großer Vorteil, weil bis jetzt ist das immer so rausgerutscht und war unangenehm zum Handhaben. Für Leute, die viel Keramik machen, wie ich zum Beispiel auch, kann ich empfehlen, dass man eine Platte nur mit Dentinen macht und eine Platte nur mit Schmelzen. Und ich hole mir immer die an meinem Platz, die ich gerade brauche. Der Vorteil, nochmal zur Zusammenfassung, ist sehr, sehr schmales Design. Der Deckel schließt eben auch schön dicht ab. Sehr schmales Design. Alle Massen liegen nebeneinander. Man muss nicht mit dem Pinsel in die zweite Etage hintergreifen, hat feuchte Hände. Es ist unzerbrechlich. Und der Feuchthaltedocht bleibt unverrückbar immer an der gleichen Stelle. Das ist ein Riesenvorteil. Vom Anmischen her, ganz einfach. Man nimmt eine Masse, legt sie hier auf. Dann kann man sie mit seiner Flüssigkeit anrühren, ganz so nah wie man möchte. Kurz anrühren, hingehen. Dann ist die Verbindung zur Feuchtigkeit hergestellt. Gefüllt wird es ausschließlich mit destilliertem Wasser. Dann kommt ein kleines Pad, abtunken und fertig ist die Masse in der idealen Konsistenz. Und ich kann euch versprechen, das bleibt sie auch. So sieht's aus. Das ist meine Anmischplatte in 3 Minuten erklärt. Viel Spaß damit!